Die Falschinformationen im russischen Fernsehen sorgen auch bei uns in Hessen für Konflikte. Alexei, der eigentlich anders heißt, kommt ursprünglich aus der Ostukraine und bemerkt, dass viele russischstämmige Menschen bei uns der Propaganda glauben. Es hat dazu geführt, dass sogar die Familien getrennt worden ist, weil eine war pro-russisch, andere war pro-ukrainisch gewesen. Wir haben viele Freunde verloren, weil die pro-russisch waren, weil die nur den russischen Fernseher geglaubt haben. Und man kann die Leute nicht überreden, das ist ein Zombie. Dass die Falschinformationen es auch in hessische Wohnzimmer schaffen, dafür sorgt unter anderem die Firma Katina TV aus Wiesbaden. Bei ihr kann man für eine monatliche Gebühr unter anderem russische Sender via Internet empfangen. Katina TV teilt auf HR-Anfrage mit, es sei ein unpolitisches Unternehmen und gegen Krieg. Andere Länder wie die EU-Staaten Estland, Lettland und Litauen hätten das Unternehmen aufgefordert, dort die russischen Kanäle zu sperren. Aus der Bundesrepublik Deutschland hat die Katina Digital GmbH keinerlei Aufforderung betreffend der Abschaltung von TV-Kanälen erhalten. Der ukrainische Generalkonsul in Frankfurt weiß, was Russlands Propaganda im schlimmsten Fall anrichten kann: Krieg. Deshalb fordert er die zuständigen Stellen in Deutschland auf, die Gefahr ernst zu nehmen. Also wenn man weiß, dass man erkrankt wird, da reicht es nicht aus, einfach denken, dass es schlecht ist, sondern man muss dagegen was tun. Russische Propaganda ist eine Krankheit für Deutschland und für alle demokratischen Länder. Die zuständige hessische Landesmedienanstalt will sich jetzt über mögliche Konsequenzen beraten. Alexei findet, das Beste wäre, die russischen Sender einfach abzuschalten.